Vor etwa 30.000 Jahren breiteten sich aus Zentralasien Menschen der Haplogruppe N in nördliche Richtung aus. Sie erreichten Sibirien und das heutige Finnland und siedelten sich dort an. Die Menschen der Haplogruppe N sprechen Türkisch, wie die Kasachen, welche 87% der Haplogruppe G ausmachen. Von dieser Gruppe entspaltete sich am Altaigebirge die neue Haplogruppe Q ab. Sie wanderten vor rund 20.000 Jahren über die Beringstraße auf den amerikanischen Kontinent und breiteten sich dort weiter aus. Das waren damals Indianer, und heute sind es die indigenen Völker auf dem amerikanischen Kontinent. Nachdem sich lange Zeit später die Gruppe G erneut mit der Gruppe F vermischt hatten und sich zusammen um das Schwarze Meer angesiedelt hatten, entstand eine neue Mutation und wanderte gegen Norden, in das heutige Schweden aus. Dieses Volk bildete die neue Haplogruppe I. Gegen Süden um das östliche Schwarze Meer wanderte ausgehend von der Gruppe F und G im Kaukasus eine weitere Genmutation in Richtung heutiger Türkei aus. Es handelt sich hier um die Haplogruppe J, welche heute als die Semiten bekannt sind, genannt auch kessarische Juden. Die heutigen anatolischen Türken sind ein Vielvölkerstaat. Sie sind Träger von 33% der Gruppe J und die der Haplogruppe R beträgt 24%. Vor rund 8000 Jahren waren die anatolischen Bauern mitsamt ihren Tieren über Griechenland zum Balkan gewandert und hatten sich bis ins heutige Spanien und Italien ausgebreitet. Die noch im Nahen Osten verbleibenden Menschen der Gruppe J erlebten die Wiege der Zivilisation. Gemeint ist hier das Volk der Sumerer. Die agglutinierende Sprache ist eine Gemeinsamkeit der Türkvölker und der Sumerer. Die ersten Europäer stammen also vom heute türkischen Anatolien ab. Selbst die Perser haben innerhalb der Gen-Gruppe J ihren Ursprung in Zentralasien und wanderten in Richtung Nahe Osten. Später haben sich die in Asien am dichtesten verbreitenden Menschen der Haplogruppe N, welche als die Träger der Turkvölker bekannt sind, in die neuere Haplogruppe R abgespalten. Diese Haplogruppe R wanderte aus Zentralasien in Richtung Europa aus. Sie haben sich im heutigen England und Irland angesiedelt. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Erbauer von Stonehenge türkische Gene trugen und auf Großbritannien verbreitet waren. Später folgten die türkisch sprechenden Hunnen, welche circa vor 2500 Jahren Europa erreichten. Chinesen nannten sie Xiongnu. Gleichzeitig mutierten sich Europäer mit der Gengruppe J aus dem Süden Europas, sodass die Gengruppe R in die Mutation R1a und R1b aufgeteilt wurde. Diese Entwicklung zeigt, wie Türken und Deutsche enger miteinander verwandt sind als man denkt und alle zu einer gemeinsamen Menschheitsfamilie gehören.